Willkommen zurück zum besten Detektiv auf der Welt. Batman in Arkham City. Im letzten Part hat hier Joker mit einer Sniper eine Kugel durch das Fenster geschossen und wollte unser Kätzchen treffen. Doch wir müssen jetzt rausfinden, von wo die Kugel kam. Oh, da ist ja schon was. Beweisscan. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Durchs Fenster. Ja, genau da oben. Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Joker. Unbekannt. Richtiger Name unbekannt. Beruf professioneller Verbrecher. Standort Gotham City. Augenfarbe grün, Haarfarbe grün. Größe 1,83. Gewicht 72 Kilo. Erstmals erschienen Batman Nummer 1. Frühling 1940. Und ja, er ist mein Vorbild. Also nicht Vorbild, aber ich finde halt ihn als coolster Charakter. Finde er raus, von wo der Scharfschütze geschossen hat. Na dann auch. Protokoll 10. Was ist das? Wir müssen deswegen Joker finden und ihn verhören. Aber was ich noch sagen wollte, also er ist nicht mein liebster Charakter. Mein liebster Charakter ist natürlich Batman. Aber halt von den Feinden ist er der coolste einfach. Der ist so verrückt und so cool gespielt einfach. Echt super. Ist er noch da drin? Lauf schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten? Hallo? Man kann hinten, und da ist auch schon der liebe Batman und verteilt allen eine Prachtprügel, genau. Nein, ich hilfe, was? Also das Kampfsystem ist natürlich immer noch genauso einfach wie bei Arkham Asylum, aber das macht's ja gerade so cool, weil du halt einfach so extrem übertrieben besser bist als deine Feinde. Und das macht so cool. Wo ist er denn noch? Ach, da. Bam. Bam. Jetzt kommt da nochmal einer um die Ecke. Dann kriegst du halt auch noch auf die Fresse. Und du auch noch. Komm her. Genau, und bam. Und dich. Und dich. Und puff. So. Hab mal kurz die Spezialeffekte übernommen. Ich kann das super. Ich weiß. So, gehen wir mal da hoch. Das Spiel läuft irgendwie nicht so flüssig, wie ich so... Also ich habe so den Anschein, als wäre es nicht so flüssig. Ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe oder... Aber ich bin da sowieso mal ganz schlimm. Wenn ein Spiel irgendwie mal einen Ruck hat, denke ich, ist es kaputt oder so. Deswegen, ja. Ganz ruhig, Mann, ich frag ja. Die Fledermaus ist hier. Ihr könnt ja miteinander kuscheln. Komm, ich lege euch übereinander. Da will der uns doch tatsächlich mit dem Baseballschläger schlagen. Ja, genau. Einfach mal Batman mit dem Baseballschläger zusammenhauen. Wo kommen wir denn da hin, wenn es funktionieren würde? Steht da einer? Hä? Steht da echt einer? Hört der gerade zu, wie ich die alle verprügel, oder was? Hallo. Harley Quinn soll sich darin befinden. Hallo. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich gut. Ich schaff das. Ich weiß, dass die jetzt gerade eigentlich, dass ich die gar nicht schlagen hätte sollen, aber die haben es verdient. Warum auch immer, die standen eigentlich nur rum und... Das dürfen sie ja, denn das ist ja ein extra Gefängnis dafür.
aber ja, ich wollte halt gerade, ich hatte halt gerade Hunger auf Frischfleisch. Gerade muss ich nicht natürlich erstmal reinspielen, weil am PC spielt sich das natürlich schon nochmal ein bisschen anders wie an der Xbox. Deshalb bin ich hier noch ein bisschen zurückhaltender, besser gesagt ein bisschen leise, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Aber das legt sich alles mit der Zeit. So. Bam. Und du legst. Nee, 4 gewinnt heißt es. Batman gewinnt ist was anderes, aber finde ich ganz toll. Stufenanstieg, schon. Cool, willkommen bei WayneTech. Wähle deine Verbesserung auf dem WayneTech-Auswahlbildschirm. Was nimmer denn Tolles? Kugelsichere Panzerung, Catwoman? Ach cool, da kann man auch noch was Neues kaufen, cool. Okay, kugelsichere Panzerung, Kampfpanzer, V1.0, Schockwellenangriff. Ich nehme die kugelsichere Panzerung V1. Bestätigen. Bist du sicher, dass du diese Verbesserung willst? Bietet einen um 25% erhöhten Schutz von vor durch Feuerwaffen verursachte Schäden. Auf jeden Fall. Verbessert. So, und weiter geht's zu Harley Quinn. Sanitärsbereich. Nee, Sanitätsbereich. Batman. Hallo Harley. Nö. Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich ist es das. Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut. Und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Was heißt denn hier okay? Sie hat uns allein gelassen mit Batman. Batman! Ruhe bewahren, wir haben ihn. Was will er machen? Eine Rauchbombe werfen. Der Hint ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei Scheiße. Soll es auch bleiben. Schnappt uns! Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Oh Mann, ich werde hier krepiert. Dieser Idiot, wie Batman voll böse ist. So, ich würde sagen, du bist der Erste auf meiner Liste. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Wo ist er? Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Antworte mir. Okay, gut zu wissen, aber... Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Gute Idee, Batman. Wenn man es doch schaffen würde. Scheiße, Mann. Nein, ich hab's verkackt. Dumme kleine Fledermaus. Wer soll dich jetzt noch retten? Ah, ich bin Harley Quinn. Ah.
Das war Joker. Du bist dir nicht sicher. Niemand ist das. Hallo. Okay. Du bist gar nicht mehr da, Harley. Das wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ja, hast recht. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Würde ich nämlich auch sagen, ja. Keine Bewegung. Okay, ciao. Ist weg. Verschwunden. Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. So, müssen wir das Ganze halt nochmal machen, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihm zu gelangen. Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Genau so sieht's aus. So, mein Freund, du bist der Erste auf meiner Liste, wie ich schon mal gesagt habe. Aber das kann dir eigentlich recht egal sein, denn du liegst ja nur rum. Faul. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Okay. Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. So, dann machen wir das diesmal auch wirklich. Denn wir wollen das Ganze ja nicht nochmal machen. So, und jetzt wirst du geräuschlos ausgeschalten. Alter! Was für ein Move. Wie der ihn einfach mit seinen... Alter, wie der ihn einfach mit seinen Füßen erwürgt. So, und ihr werdet auch krepieren. Wirst du wohl dein Maul halten? Hallo Leute. Ich glaube, ihr seid tot. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Wir helfen euch, oder? Schafft ihr das selber? Danke für die Hilfe. Bitte, bitte. Okay, sehr still, die Leute. Neue Ausrüstungsverbesserung verfügbar. Was, echt schon wieder? Nee. Echt jetzt? Nee, habe ich überhaupt... Ach doch, hier, Batclaw entwaffnen. Sammelt 1340 mehr EP, um einen Stufenanstieg durchzuführen. Ja, von wegen, es gibt es gar nicht. Okay. Egal, so, können wir mit dir reden? Ja, wir können mit dir reden, doch nicht, du rennst weg. Hallo, bleib hier. Doktor, bleib hier. Ich will, dass alles abgeriegelt wird. Das Sanitätspersonal checkt seine Vorräte, findet raus, ob was gestohlen wurde. Was ist mit Stacy? Wird jemand nach ihr suchen? Hallo? Kann ich mit jemand von euch reden? Ah, da. Wieso ist diese Frau hier? Wieso hat sie all das getan? Wieso will sie uns töten? Quinn interessiert sich nur für Jokers Wohlergehen. Sie ist gefährlich. Aha. Danke, Batman. Schon komisch. Ich hatte erwartet, dass uns die Leute hier dankbar sein würden. Ich habe mich wohl geirrt. Dankbar ist wohl... Das Gegenteil. Rede mit MPT Anne Bishop. Wird sie es überstehen? Glaub schon. Sie hat ordentlich eins auf den Kopf bekommen, als Harley Quinn reinkam. Stellen wir einen Trupp auf. Schlagen wir zurück. Dafür sind es zu viele, Officer. Bleiben Sie bei den Verletzten. Das wäre Selbstmord. Rede mit Officer. Hier ist es bald genauso schlimm wie in Arkham. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Wir müssen in den Glockenturm. So, das habe ich natürlich nicht vergessen. Weil da müssen wir auch noch hin. Aaron Cash. Gott sei Dank bist du hier, Batman. Dachte, nach der Sache in der Anstalt hätten sie sich einen Schreibtischjob geben lassen. Ich habe gesehen, was der Bürgermeister dort getan hat. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er das nochmal macht. Das, was geschehen ist, war nicht ihre Schuld, Cash. Was macht Harley Quinn hier? Diese verrückte Alte ist vor ein paar Stunden mit den anderen Idioten hergekommen. Sie haben was den Turm hochgeschleppt und dann die Treppe gesprengt. Danke, ich sehe mir das an. Warte. Sorry, ich habe was vergessen, Batman. Die haben sich eine von den Ärztinnen geschnappt. Quinn sagte, dass sie sie bräuchte, um den Joker zu heilen. Wenn sie lebt, finde ich sie.
Sie übernehmen die Sicherung der Kirche. Dann dürften alle geschützt sein. Geht klar, hoffentlich findest du sie. Die Ärztin heißt Stacy Baker. Sie ist eine von den Guten. Stacy Baker. Eine weitere Aufgabe, der wir uns widmen müssen. Aber was haben die in den Turm hochgetragen? Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja, sofort. Wir reden noch ganz kurz mit William North. Nach der Anstalt bin ich freiwillig zu Cashs Leuten gegangen. Ich dachte, wir könnten helfen. Na dann gut. So, dann gehen wir mal den Tower hoch. Sie haben die Treppe gesprengt, aber das kann uns eigentlich reichlich egal sein, denn wir haben ja einen tollen Enterhaken, der uns überall hinbringt. So, da kurz hoch. Und da kurz hoch. Wie ihr merkt, wir sind schon wieder keine 10 Minuten. Ich glaube, ich mache entweder 15 oder doch 20 Minuten, weil 10 Minuten sind einfach zu wenig. Finde ich. Ihr könnt natürlich in die Kommis schreiben, was ihr dazu meint. Park Row. Ach du Scheiße. Sieht mir nach einer Falle, Bombe aus. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sollten hier ganz schnell wieder raus. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Sie wurde nur ferngesteuert. Joker ist gar nicht hier. Scanne das Scharfschützengewehr auf forensische Spuren. Geortet. Was? 5 4 3 2, ich hau ab. Jetzt haben wir gar keine Spuren mehr. Ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Ach so, wir haben ihn schon. Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder. Seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich weiß. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Sie hatten Hunger. Verdammt, wir haben alle Hunger. Hab seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Wir sind hier sicherer als draußen. Ich besorge uns was zu essen. Nie. Jedes Mal, wenn Strange Essen anwirft, holt dieser Bastarde es sich. Wir haben keine Chance. Mir fällt schon was ein. Vertrau mir. Folgen Sie dem Signal und finden Sie den Joker. Das machen wir im nächsten Part von Batman Arkham City. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.